Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literatur und Kritik. Gut erfunden. Clemens Setz Gedankenspiele über die Wahrheit. Eine Rezension von Karin S. Wosonik. Seine Gedankenspiele über die Wahrheit beginnt Clemens J. Setz, Büchnerpreisträger 2021, mit einem der Literaturgeschichte entnommenen Beispiel dafür, dass das objektiv Falsche in gewisser Weise auch wahr sein kann. Er schildert, wie Roger Willemsen sich an Franz Grillparzers Reaktion beim ersten Anblick des Meeres erinnert, nämlich falsch. Und Setz versucht zu zeigen, dass die Verkürzung der Stelle aus Grillparzers Tagebuch mehr Wahrheit enthält als die korrekte Wiedergabe des Texts. Das verknappte »So hatte ich es mir nicht vorgestellt«, dass Willemsen Grillparzer in den Mund legt, sei wahrer und dem österreichischen Klassiker entsprechender als die wortreiche Reflexion, die sich bei Grillparzer selbst findet. Vielleicht ist Willemsens falsche Erinnerung an die Textstelle tatsächlich ein Destillat der wirklichen Empfindung Grillparzers. Der war sicher keiner jener Reisenden, über die Betty Paoli spottete, sie würden bei der Abreise aus der Heimat nebst ihren Hemden und Stiefeln auch die Begeisterung in ihrem Koffer einpacken, um sie bei der Ankunft in Italien gleich zur Hand zu haben. Grillparzer versuchte im Gegenteil seine Erwartungen im Vorfeld möglichst herunterzuschrauben. Vor allem dem antizipierten Gefühl der Erhabenheit beim Anblick des Meeres traute er nicht. Und als er es dann endlich wirklich sah, stellte Grillparzer fest, er habe sich das Meer nicht so schön gedacht, nicht so unbeschreiblich schön. Und darum überraschte und fesselte es mich im höchsten Grade. Willemsens Version, so hatte ich es mir nicht vorgestellt, sei hingegen die vielleicht beste Kurzbiografie von Grillparzer, die es gibt. Damit liefert uns Setz gleich zu Beginn reichlich Stoff zum verwickelten Weiterspinnen des Gedankens, denn Willemsens falsches Zitat wird nur dann biografische Wahrheit, wenn wir Grillparzer mit Setz für einen schlecht gelaunten Brummfetzen halten. Stünde Grillparzer im Ruf, ein Sonnenscheinchen gewesen zu sein, hätte es wenig Wahrscheinlichkeitspotenzial, wäre vielmehr verdächtig. Aber wir alle kennen Willemsen-Versionen im Setzschen Sinn, bei denen verdrehte Fakten gemeinsam mit kontextuell richtiger Interpretation zur Quintessenz verschmelzen. Setz führt seine eigenen Beispiele an. Im ersten Fall, dem Anfang von Camus, Der Fremde, lässt Setz, wie Willemsen bei Grillparzer, etwas vom Original weg. Seine Kürzung entfernt Camus' Erzähler gleich am Beginn des Buches vom Leser, macht ihn zum unverständlichen Fremden. Und obwohl es so nicht bei Camus stehe, passe es doch wahrhaftiger und besser zu jener Seele der Erzählerfigur, die Setz sich am ganzen Roman erlesen hat. Eine nur nachträglich erzielbare Wahrheit. Dabei räumt er aber auch ein, dass seine wahrhaftigere Version literarisch nicht funktionieren würde. Sein zweites Beispiel ist eine Hinzufügung, eine Anekdote, die er ganz sicher in einem Buch gelesen zu haben meint, in dem sie aber gar nicht zu finden ist. Setz nennt dergleichen die sich felsenfest wahr anfühlenden Phantomerinnerungen. Diese lassen sich wie fast alles andere auch im Internet teilen. Die einen mag es beruhigend sein, dass sie nicht die einzigen mit einem schwachen Gedächtnis sind, die anderen aber, die keinen Beweis für ihre gemeinsam erinnerte Wahrheit finden, fühlen sich darin bestätigt, dass sie in eine Parallelwelt geraten seien. Letzteres sei ihm leider nie passiert, lässt uns Setz wissen. Man merkt sein distanziertes Interesse an diesem Mechanismus und seiner verschwörungstheoretischen Folgen ist groß.
dass es meistens nicht um die Wahrheit, ums Recht haben geht, geschenkt. Setz weicht aber den komplizierten Zusammenhängen von wahr und falsch nicht aus. So führt er Werner Herzogs Unterscheidung von Buchhalterwahrheit und ekstatischer Wahrheit an, mit der gemeint ist, dass das dokumentarische Abbilden weniger wahr sei als die bewusste Stilisierung, wobei es hier eben keine Frage von Stil und Form ist, sondern gerade die Beispiele aus dem Werk Herzog zeigen, dass es um eine Erfindung und eine Manipulation mit Wahrheitsanspruch geht. Setz kommentiert denn auch die Privilegierung der ekstatischen Wahrheit mit »Man kann dem zustimmen oder nicht«, um dann eine Lanze für die buchhalterische Option zu brechen. Denn diese kann durchaus auch poetische Qualitäten haben, zumindest wenn es um demografische Fakten geht. Das zeigt das gut gewählte oder erfundene Beispiel von der Verwandlung der Verse »Every moment dies a man«, »Every moment one is born« nach Alfred Lord Tennyson. »To every moment dies a man, every morning 1116 is born« nach Charles Babbage. Denn war nicht jeder von uns schon mal genau dieses Sechzehntel von Mensch? Fragt Setz. Auch über die Wahrheit der perfekten Imitation und darüber, was computergenerierte Gesichter manchmal so unheimlich wirken lässt, denkt der Autor auf den 44 Seiten des Büchleins nach. Am Ende kommt er wieder auf den Zusammenhang von Poesie und Wahrheit zurück, und zwar auf die Poetik der kleinen Wahrheiten der Beobachtung, die das menschliche Leben aufwerten und in sich bewahren. Wie jener, das Drachen steigen zu lassen, aussieht wie Upside Down Fishing. Setz schließt mit einem lebensrettenden Wahrheitsbeweis der sogenannten Hexenwaage von Coldwater, mit der jede Frau beweisen konnte, dass sie die 10-15 Kilo, die eine Seele so wog, nicht dem Teufel verkauft hatte und mithin nicht der Hexerei schuldig war. Nie wurde in Coldwater jemand als für zu leicht befunden und verurteilt. Es sind interessante Beispiele und erhellende Gedankengänge des sehr belesenen Autors, nach deren Lektüre wir natürlich auch nicht wissen, was Wahrheit ist, die aber einigen Stoff zum Weiterdenken liefern. Dass sich Setz nicht deutlicher zur faktenbasierten Wahrheit bekennt, hat wohl auch mit seinem Beruf zu tun. Grillparzer hatte sich auf dem Weg zum Meer davor gefürchtet, bei dessen Anblick, um ein erhabenes Bild ärmer zu werden und nur ein richtigeres dafür zu erhalten. Ein zweifelhafter Gewinn für einen Dichter. Sie hörten aus Buch und Kritik Clemens J. Setz, Gedankenspiele über die Wahrheit, eine Rezension von Karin S. Wosonik. Sprecher Uwe Kulnick. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.